Orega, Orreni, On Demand. Scheiße. Gerade eben habe ich ja schon gesagt, dass ich eine kleine Runde mit Judas spiele. Und genau das machen wir jetzt auch. Wobei ich übrigens beim Durchscrollen gerade nochmal hier auf Kollegen Kane gestoßen bin. Und da habe ich mir so gedacht, den kann ich ja eigentlich auch nochmal machen. Aber ich habe es versprochen, deswegen werde ich einen kleinen Run machen als Judas. Und ich glaube, ich werde direkt danach noch eine Aufnahmesession machen mit Kane, weil der Kollege einfach genial ist. Aber erstmal Judas. Judas hat natürlich genauso viel Style wie Kollege Kane. Wollen wir eben mal da gar nichts absprechen. Ganz einfach schon, weil er so unglaublich geilen Damage drückt zu Beginn. Und ein Fehler, ein bisschen wie Project Zomboid, ein Fehler kann einen direkt schon in den Darm beißen. Weil er eben nur komplett nur ein Herz hat. Und nicht so halbe Sachen wie fucking Samson. Just saying. Wobei übrigens echt so eine Scheiße, ohne Poop, der letzte Run, der hat extrem gezeigt, wieder mal, warum Samson einfach ein Piece of Shit ist. Sprichwörtlich. Ah. Was anderes kann man mit dem auch gar nicht produzieren als Scheiße. Ähnlich wie, könnt ihr einfügen. Unter anderem DayZ, ja. Okay, auf zum Item Room. Wobei ich ja sagen muss, mit Judas sehe ich es ja nicht so gerne, wenn ich jetzt Spacebar-Items bekomme, weil Book of Belial ist halt schon ein Item, das ich nicht gerne abgebe, gerade auch mit Judas. Weil noch mehr Damage ist natürlich noch besser. Ja. Ja, Number One ist ganz gut. Haben wir natürlich hier einen direkten Tier-Sub, das heißt, wir schießen auch ein bisschen schneller. Ich glaube, nur die Range ist ziemlich vermindert. Was wir natürlich mit Pilz dann eventuell richten können, falls hier eine Range-Up-Pille in der Rotation ist. Pin! Na, macht eh keinen Sinn. Von daher, oh meine Güte, das ist aber ein richtig geiler Burst. Das gefällt mir. Ja, wunderbar. Direkt ein HP ab, so muss das. Das ist gut auch in Judas. Normalerweise bin ich ja immer darauf beharrt, so eine kleine Balance aus Tiers ab, sprich eigentlich Damage ab größtenteils immer und HP abzufinden. Aber bei Judas hat man schon so einen geilen Base Damage. Okay, wie gesagt, habt auch nichts gegen weitere Tiers ab oder sowas für Judas, aber generell kann man sich da eigentlich schon größtenteils, kann man da größtenteils schon auf HP ups eigentlich hoffen. Weil der Damage, der ist schon Knorke. Gerade auch eben auch in Verbindung mit Book of Belial. Nur so eine kurze Range, wenn man eben mit Tiers antritt, kann natürlich zum Beispiel gegen Isaac dann letzten Endes ein kleines Problem werden. Aber wenn er versucht, immer relativ... Verdammte Axt, auf Distanz zu bleiben. Und solche Räume sind aber auch eine kleine Strafe, muss ich sagen. Das war unnötig. Ich weiß nicht, wer mich da gerade getroffen hat oder mit was. Mit seiner Inbrunst oder was. Aber gut, wir haben einen Key. Das heißt, wir können relativ ohne Probleme... Wir können total ohne Probleme eigentlich in den Item Room gehen und da finden wir, ja, Gifts Hearts. Kann man gebrauchen. Gerade ich. Zuerst ein Bloody Penny, um mal hier im Englischen zu bleiben oder im Britischen. Und jetzt hier Kollege Little Chat. Das Game will mir irgendwas mitteilen, glaube ich. Aber gerade wenn man eben jetzt hier auch so ein Number One wie ich gefunden habe und eben immer auf Distanz gehen muss eigentlich. Auf Distanz, auf, also Close Range halt. Ist so ein Ding, was ein bisschen HP gibt, auch nicht schlecht. Ich kann mich nicht beklagen, muss man sozusagen. Aber bisher hat er seinen Job noch nicht so gut gemacht. Und wie gesagt, natürlich der alte Witz. Natürlich muss ich auch in dem Fall nicht am Baum stehen und die ganze Zeit so machen, um ein bisschen Harz zu kriegen. Widow. Das könnte problematisch werden. Da wir ja eben hier ganz nah ran müssen. Ganz nah. Okay, gut. Lief doch. Weiß gar nicht, was ihr habt. Na. Ganz ruhig, Chef. Ah, Squeezy. Mehr Damage. Zwei Soul Hearts. Nehme ich. Ah, da läuft er ja gerade wie am Schnürchen. Wie am Binding. Key? Vielleicht? Key? Ja. Hopefully noch. Warum brauchen wir so viel Fliegen, ey? Das muss doch nicht sein.
Da fliege ich ja gar nicht drauf. Mach mal die Fliege. Wollen wir ein bisschen ein paar schlechte Wortwitze hier reinbringen. Machst du das nicht sonst auch immer? Ja. Ah, ich glaube, ein paar davon habe ich vielleicht noch nicht gebracht. Ah, Gott! Das ist ein bisschen das Problem mit dem Knockback irgendwie. Aha. Weil der Knockback teilweise echt ein bisschen merkwürdig ist. Und das war auch gerade der Fall. Vor allem, wenn man eben auf Close Range eben geben muss. Ja, ich schieb's darauf. Und warum ich das andere genommen habe, ist ein Tiersab, deswegen. Ah. Im Leben nicht. Zumindest nicht als Judas, wenn ich einen Book of Belial habe. Okay, unter den Samsung haben wir nichts. Ah, ich will die grüne eigentlich erwischen. Na, damit sie direkt noch die rote mitnimmt. Nicht treffen lassen. Immer schön die Augen offen halten. Gut. Okay, das kommt selten vor, dass ich da keinen Schaden nehme. Gratulation schon mal an dieser Stelle an mein Ego. Darf ich das überhaupt von... Ich treffe noch nicht mal das TNT von dir. Okay, das ist wirklich ein kleines Problem mit der Range. Ah, gut. Ich treffe das TNT von hier aus nicht. Das ist ja echt traurig. Obwohl, so vielleicht? Ich treffe es doch nicht mal so. Moment. Ah, okay, geht doch. Oder? Du wirst doch wohl, ja. Wollte gerade sagen, wirst du wohl das TNT treffen wollen. Na gut, wollen und können ist natürlich immer so ein kleines Problem, wenn sich das beißt. Gut, Soul hat wieder bekommen. Leider in dem Fall, es könnte ja hier der Secret Room sein. Ich glaube auch, dass er da ist, aber Bombenarmut wird uns dies erstmal... Dank Bombenarmut wird uns dies erstmal verschlossen bleiben. Orakel, Orakel. Okay, Boss Room ist hier, genau. Das war auch schwer herauszufinden. Ja. Ah, der Knockback. Das ist wirklich ein bisschen extrem und das knockt das Ganze auch immer ein bisschen aus meiner Range. Aus meinem Swag. Okay. Wen haben wir? Es geht vielleicht sogar noch. Ist die Champion-Version. Wir haben Damage Output, wir haben hier ein Tears Up, wir haben Squeezy, wir haben Number One. Sprich das genaue Gegenteil von Samson. Ja, okay. In dem Fall spuckt er auch nicht. Scheint in der Champion-Version zu liegen. You don't say. Sochen. Kümmern wir uns noch hier rum. Der spuckt nochmal oder auch nicht? Gut. Okay, wir haben 3-3. Mal gucken. Ach, nee. Nee. Ist der Marken Range up? Ich glaube nicht, deswegen. Nö. Leider immer noch keine Bomben. Einen Key haben wir zumindest schon mal für den Item Room. Naja. Das geht eigentlich. Schauen wir mal, was draus machen können. Ich hoffe einfach mal nicht, dass wir einen Necropolis finden. Ist zwar nicht schlecht, wenn man direkt zwei... Ja, zwei... Wie sagt man? Zwei Stages quasi nimmt, aber... Weil man ja den Vorteil hat, dass man eben auch komplett zwei Item Rooms hat, aber... Es ist um einiges schwerer, finde ich, als zwei Caves hintereinander. Okay, Keys haben wir schon mal. Und jetzt, wie gesagt, fehlen eben wieder die Bomben. Das ist irgendwie so ein Leitmotiv bei mir meistens. Entweder fehlt Kohle oder, also, entweder fehlt Keys oder Bomben. Außer also vielleicht bei Kane. Bei Kane, da ist man eigentlich so größtenteils immer rundum glücklich. Ich glaube, das ist auch mein absoluter Favorite-Charakter, overall. Einfach weil man mit dem eigentlich ziemlich von den Items her nur geile Sachen findet und weil man eben auch nur entweder neutrale oder positive Pillen finden kann. Der Kollege ist einfach großartig. Gigantös, möge man fast meinen. Der, okay. Okay, da muss ich durch.
Schrapner. Ich dachte, ich kriege ihn vorher noch. Bevor er hier sein Glied bemüht, der Kollege. Gut, den haben wir. Ah, ich dachte, es reicht. Es reicht sauber. Und wieder runter auf ein halbes Soul hat. Irgendwas mache ich ja falsch, glaube ich. Ich mache 100 pro Pillen und Range ab. Pillen finde ich sowieso irgendwie in letzter Zeit kaum noch. Aber gerade jetzt eben wäre so eine Range-Up-Pille halt echt vorherragend schon fest. Ich meine, wir haben ja auch noch hier dieses Whip-Tail-Dingsbums gefunden. Catonine Tails oder wie es heißt. Was ja auch nochmal, glaube ich, ein Shot-Speed-Up ist. Also, Shot-Speed-technisch sind wir hier super ausgestattet. Da wäre ich sogar jetzt für so einen Lipstick, glaube ich, bringt der einen Range-Up. Und ich glaube, Mom's Heels auch. Was ich komplett bescheuert finde, dass es ein Range-Up ist. Rein von der Logik habe ich ja schon mal gesagt, müssten Mom's Heals ja eigentlich ein Speed-Up sein. Oder von mir ist auch ein Damage-Up oder sowas. Ah, ein Range-Up macht eigentlich keinen Sinn. Okay, ein Birdfoot. Warum nicht? Wir haben dann irgendwie eine so und so viel prozentige Chance, dass wenn wir getroffen werden, der Vogel uns hilft. Und ja, es stackt übrigens mit dem normalen Dead Bird. Habe ich schon mal beides gehabt, den Birdfoot und Dead Bird. Das war schon nicht schlecht. Da kamen dann eben in dem Fall zwei Birds, die dem Kollegen mal ein bisschen eingeheizt haben. Ich glaube, es war sogar ein Boss Room. sah schon nicht schlecht aus. Ja. Und immer noch keine Bomben in Sicht. Und ich glaube ja, dass hier oben der Item Room ist. Als Secret Room. Okay, könnte auch eins weiter links. Zwei Räume weiter links sein. Und ich habe jetzt noch ein Herz, was mir eventuell was sagt. Oh, da ist ein Tinted Rock und da könnte jetzt ein Small Rock runter sein. Mal gucken. Nö, aber zwei Solars nehme ich auch gerne. Alright, Delight. Ja, so ein Raum geht doch noch. Jawohl. Möge ich doch meinen. Null Problemo. So. Ich habe immer noch nicht aufmachen zu dem Raum mit dem wahrscheinlich halben Herz. Ich versuche erstmal in Richtung Item Room zu kommen und dann Boss Room und dann eventuell nochmal nachzuschauen. Ich glaube, das muss ich auch, so wie ich mich gerade hier anstelle. Nochmal ein Danke für den Key nochmal. Langsam wäre aber echt, wie gesagt, mal eine Bombe ein bisschen angemessen. Ah! Sag mal Ass. Lavas kann ich gebrauchen, definitiv. Ah, das ist auch wieder so ein Samson-Item. Einfach irgendwie, keine Ahnung, ein HP hab oder so, damit wäre ich schon glücklich. Oder Mom's Knife von mir aus auch. Da brauche ich auch kein Damage ab mehr. Oder eben von mir aus auch eine Health-Up-Pille, eine Full-Health-Pille ist auch in Ordnung, aber vorher eine Health-Up vielleicht. Wäre ziemlich cool. Ah. Mal gucken, was haben wir? Natürlich Greed, irgendwie hab ich das schon kommen sehen. Ach, suck it. Ach, suck it. Ach, komm. Junge, leg dich gehackt. Vor allem, weil ich ja nicht auf Range gehen kann, weil das mit dem Item hier halt nicht so... nicht geht. Muss mal kurz zu fassen. Ich kann es kaum fassen. So. Wen haben wir? Katakombs 2 kann ja eigentlich nur... Ratsch schon wieder. Oh gut, wenn du meinst. Wenn du meinst, liebes Game. Lavas bringt uns zwei Herzen zumindest. Ich will jetzt nicht ausprobieren, ob die auf den Boden droppen oder ob ich die direkt konsumiere. Also ich glaube, ich wahrscheinlich sowieso gleich einsetzen müssen. Ah, gerade bei Gegnern, die so blöd springen oder eben auch irgendwas schießen. Es ist halt hier so eine kurze Range echt nicht gut. Generell ist es eigentlich nie gut. Der schwangere Junge. Patch and Boy. Wir haben eine Bombe, aber drei Möglichkeiten für ein Secret Room, deswegen, nö. Da habe ich auch noch Prinzipien. Und das gehört nicht dazu. So, wie gesagt, langsam wäre mal ein Range-Up angemessen. Oder irgendwie so eine Golden Chest mit Mom's Lipstick oder Mom's Heels von mir aus auch. Das will ich schon begrüßen mit einem saloppen Moin. Ah, shit.
wir haben noch Lovers, also von daher. Und da haben wir auch den Effekt übrigens von dem Birdfood. Ja, so ein Raum ist geil. So ein Raum ist richtig nice. Dang it! Waren aber noch 15 Minuten, das heißt, wir machen nochmal ein Replay. So ein scheiß Keeper-Raum. Das gibt's auch nicht, ey. Na gut. Zumindest ist eine Sache schon mal sicher. Number One werde ich so schnell nicht wieder aufsammeln, glaube ich, nach dem Run gerade. Na gut, das war auch gerade die Schuld des Raums, muss ich sagen, weil so ein Raum ist einfach nur der absolute Albtraum. Noch schlimmer ist es natürlich, wenn man den mit Samson spielt, davon mal abgesehen. Aber gut. Außerdem kamen wir ja übrigens ziemlich schnell durch. Das waren ja, in 8 Minuten war ich, glaube ich, schon in Catacombs oder so. Von daher, da klappt schon, da geht schon relativ fix mit Kollegen Judas. Und danach wahrscheinlich, ja, eventuell werde ich nochmal eben eine Runde mit Kane zocken, um nochmal richtig schön die Mega-Items zu bekommen. Eventuell, wenn er Lust hat heute. Ja, sowas ist zum Beispiel, gehört schon mal nicht dazu. Das ist absolut ab. Word? Das eine Mal, wenn man einfach mal random Dead Sea Scrolls aktiviert, gibt es einem Kamikaze. Fuck that. Ich glaub, mein Samson pfeift, ey. Ah, das ist aber auch heute wieder so ein Tag, ne? Irgendwie habe ich so das Gefühl, immer wenn ich aufnehme, will mich das Game ein bisschen trollen. Beim ersten Mal noch nicht so wirklich, aber dann wird es langsam richtig biestig. Aber mal gucken, vielleicht wurde mir das Game nur so sagen, die Items, die du als nächstes findest, sind sowieso absoluter Ramsch. Schlimmer als Samson-Items können es eigentlich gar nicht sein, davon abgesehen. Aber vielleicht kriege ich halt jetzt direkt was extrem Nettes irgendwie hier drinnen. Man weiß ja nie. Ich habe auch gar nicht gewusst, was alles Dead Sea Scrolls aktivieren kann, ehrlich gesagt. Ich habe Kamikaze, glaube ich, noch nie gesehen, dass das von Dead Sea Scrolls aktiviert wird. Doctor's Remote ist ein scheiß Item. Zwei allgemeine Informationen. Na gut, vielleicht haben wir hier noch irgendwas drunter, ein Soul Heart oder sowas. Das wäre schon mal nicht schlecht, aber sieht nicht so aus. Nope. Okay, dann auf Richtung Boss Room und der wird wahrscheinlich... Ich pick mal ein Monstro. Könnte Pin sein, aber mein Urin sagt mir gerade, das ist Monstro. Und mein Urin hat recht. Hast du gut gemacht. Champion. Also zumindest bekommen wir noch was extra von dem Kollegen dann. Was ja gar nicht mal schlecht ist. Und die Version von Monstro, die Champion-Version ist ja auch gar nicht mal so schlimm. Gibt ja noch eine, ich glaube, die ist maximal pigmentiert und... Wow, Damage up. Gerne. Auf jeden Fall die ein bisschen maximal pigmentiert ist, die hat ja, glaube ich, die Eigenschaft, dass sie nicht springen kann. <It's> fat. Wobei die übrigens auch ein bisschen angenehmer ist, auch overall und natürlich extrem mit Truders, aber das gerade war ja jetzt auch nicht so das Schlimmste. Das war nicht das Samson, nee, nee. Okay, Bümpchen, aber Prediction, wo der Secret Room ist, ohne dass ich die Karte eben habe, ist mir ein bisschen riskant. Er könnte hier links sein, glaube ich, theoretisch, aber wollen wir mal keine Bombe wasten. Einmal habe ich es, glaube ich, sogar geschafft, mit einer Bombe irgendwie, also ich habe die Karte nicht gehabt, aber ich habe es mal geschafft, hier in diesen Umständen eben mal, bitte was Gutes. Den Secret Room zu finden, das wollte ich sagen. Ich könnte wieder einen Key gebrauchen. Naja. Man ist nie zufrieden. Ich weiß. First World Problems. Two Shot. Suck off. Two Shot ist schon mal gut. Ich werde nochmal gamblen und werde gucken, ob ich eventuell. Eine Champion-Version. Eventuell noch einen Key finde. Im Arcade oder mir einen Scamble. Junge. That escalated quickly.
Wir haben ihn, glaube ich, gerade ein paar Mal hintereinander gewone-shottet. Das smackt mir. Oh, und nein. Ah, okay, stimmt. Wir haben keinen Red Hat Damage genommen, glaube ich, auf dem Floor. Gut gemeint, aber Sacred hat aber da schon geiler gewesen. So. Ah, da können wir auch mal hier gucken, ob wir da noch irgendwas finden. Na komm, ein Trinket ist besser als gar keins. Wir könnten ja auch... Ah, komm. Vielleicht kriegen wir ja einen Key. Nope. Ja, Fehlanzeige. Ah, ich baue doch keine fucking Red Hearts. Junge. Key. Na! Ah. I ain't even mad. Ja, und wir sind quasi wieder, zumindest was Startkapital-Bomben und Startkapital-Alicia angeht, sind wir wieder direkt am Anfang. No! Ich reiz das, glaube ich, immer ein bisschen zu weit aus, habe ich so das Gefühl. Und dann haben wir übrigens den Random-Effekt auch, jetzt sehen wir gerade vom Liberty Cap, dass wir eben quasi die Kompassfähigkeit haben. Verklage ich mich nicht und darüber auch nicht, dass ich mir den Key direkt mitnehmen kann, weil die Kollegen mal so freundlich waren und das aufgebombt haben. Gerne wieder, aber nicht, wenn ich in der Nähe bin. Ich glaube nämlich, der wollte schon. Okay, was haben wir hier? Schreibfehler übrigens, Monster Manuel. Ja. Aber den Manuel lasse ich da liegen. Braucht keiner das Item. Ja, falls ihr nicht wisst, was es macht, das spawnt quasi in random Familie, wenn man es einsetzt. Und da ist mir hier Kollege Book of Belial dann doch schon ein bisschen lieber. Ein bisschen gerstiger, wenn man so will. Keeper hasse. Nein. I don't think so. Das hätte nochmal schön das Ende sein können für uns in diesem Run. Wir müssen sowieso jetzt ein bisschen aufpassen, denn eine größere Träne oder so kann uns schon lieb haben. Und zwar so richtig. Das heißt, immer schön die Augen offen halten. Damit sowas zum Beispiel auch nicht kommt. Keiner braucht das Carpendale-Glas. Ne. Absolute Mente nicht. Und ich hab's übrigens, glaube ich, hier in meinem Let's Show erwähnt. Und ich werde es dann nochmal sagen, wenn ihr wisst... Das ist ein bisschen wie nur in Live. Wenn ihr wisst, woher meine Phrase Alright Delight herkommt... Ich glaube nämlich, das weiß keiner. Ganz ehrlich. Ich glaube, es weiß absolut keiner, wo ich das her habe. Schreibt's in die Comments. Ich glaub's nicht, dass es irgendeiner weiß. Das würde mich sehr überraschen, wenn es einer weiß. Aber dann würdet ihr auch wieder beweisen, dass er auf jeden Fall derjenige, der schreibt, eben beweisen, dass er verdammt guten Geschmack hat, was, und das, den Hint gebe ich schon mal, Comedy angeht. Ist das eine Comedy-Show? Das heißt, habe ich ja eigentlich schon fast alles verraten. So viele gibt's ja nicht. Müssen nur noch die richtige finden. Okay, das ist jetzt hier ein bisschen tricky. Okay, dann kommen die beiden gleich rausgeschossen. Ja, nach unten. Okay. Okay, gut. Damit kann ich arbeiten. Brav. Ja, hat sich gelohnt, den Key mal zurückbekommen. Von daher will ich mich da nicht beklagen. Ich glaube, Greed war im letzten Shop, wenn ich mich recht erinnere. Das heißt, dass wir uns theoretisch in den jetzigen gleich wagen können. Beim letzten Shop? Ich bin mir gerade unsicher, aber ich glaube, ja. Ah, perfekt. Natürlich trotzdem so spielen, als hätten wir quasi jetzt nur noch ein halbes Herz. Und der nächste Hit wäre quasi ausschlaggebend. Sprichwörtlich. Geh dir weg, geh dir weg. Okay, den Shop haben wir da. Aber ich glaube, ich habe gerade gesehen durch random Kompass-Effekt links oben. Warum bin ich eigentlich hier lang gegangen? Bin ich total Banane?
Oh, Jungs! What the hell? Ich hatte doch noch ein halbes Soulheart und ein fucking... Miep. Naja, von wegen Spielen, jetzt hätten wir nur noch ein halbes Herz, ne? Mhm. Okay, das war's. Fucking Keeper. I don't even. Or do I? Or do I? Okay. Ein halbes Wunder. Komm, das schaffst du doch noch, Giant. Das schaffst du doch noch. Lass nicht verarschen von dem Gisch. Okay. Nehme ich. Alles, was hier in dem Fall das Unvermeidliche verhindert, nehme ich gerne. Das ist schon wieder viel zu viel Stress gerade. Hier könnte der Secret Room sein. Schauen wir mal. Ja, meine Predictions sind heute ziemlich schlecht, aber zumindest haben wir die Bombe wieder bekommen. Challenge Room könnten wir auch reingehen, aber ich bin ja nicht lebensmüde. Okay, hier könnte noch der Secret Room sein. Wenn er hier nicht ist, dann muss er eigentlich unterhalb des Sacrifice Rooms sein. So sieht's aus. Ne, da war schon eine Bombe. The fuck? Da unten müsste dann gleich der Boss sein. Da kann doch niemand, oder? Obwohl, es könnte noch unterhalb des Item Rooms sein. Also des unteren Item Rooms da. Oh, euer Movement ist so bescheuert vorherzusehen. Ich glaube, ich werde direkt zum Boss Room auch gehen. Ich will es gar nicht riskieren, hier eventuell nochmal auf Keeper oder so zu stoßen. Also falls wir jetzt hier die Möglichkeit haben, direkt zum Boss zu gehen und ein paar Räume zu vermeiden, wäre das großartig. Wie zum Beispiel den unteren Weg jetzt wahrscheinlich. Okay, das könnte unterhalb des Item Rooms tatsächlich sein, der Secret Room. Nichts riskieren hier, nichts riskieren. Playing it safe. Das hätte aber auch gerade nochmal das Ende sein können, zumindest für Soulheart. Könnte hier sein. Der muss doch eigentlich hier sein. Wo soll denn der Secret Room sein? Einen anderen Raum kann ich sagen. Ah, okay. Hier unten kann auch nochmal sein. Das ist ja nicht mehr schön, ey. Ah, da sieht man auch wieder, man sollte vielleicht erstmal das ganze komplette Gebiet abgrasen, bis man hier den Secret Room besucht. Okay, Strength ist gut. Das gibt uns nochmal zumindest einen leeren, aber immerhin einen Herzcontainer noch für einen Raum. Ja, wollte gerade sagen, müsste auch mit dem Teufel zugehen, wenn es hier nicht gewesen wäre. Eine Bombe war noch im Shop und ich glaube Steam Sale. Aber da wir den sowieso nicht mit 14 Coins holen können, können wir es dabei belassen. Wir haben noch drei Bomben, das reicht eigentlich. Ja, benutze ich mal das Book of Belial für den nächsten, dann Strength. Ich sollte den Kopf, glaube ich, zuerst angreifen, weil der mir am meisten Probleme bereitet. Wenn es überhaupt noch so weit kommt, wenn wir jetzt hier nicht direkt gleich down gehen. Nein. Ja, wie gesagt, spielen, als hätte man nur noch ein halbes Herz. Literally. Wenn du nicht irgendwas an Health Points, an Health Drops, ne, dann hat er nicht. Hat er einfach nicht. Der hat sie auch nicht mehr alle, glaube ich. Mensch. Und dann auch noch Piep. Na, Prost Mahlzeit. Zumindest haben wir schön Damage mit Strength. Ja. Take it. Biatch. Okay, Rotten Meat, perfekt. Dann nehmen wir unser... Oder wollen wir das Pferd behalten, oder... Wir werden das Pferd schon schaukeln, komm. Nehmen wir das Pony einfach mal mit. Dann kommen wir natürlich auch an ungeahnte Orte. Da wir ja auch fliegen können jetzt damit. Und war das Pferd, das auch chargen kann? Ich glaube. Ja genau, ich glaube das weiße Pferd hatte, glaube ich, hier den Vorteil, dass man diesen... Vorteil in Anführungsstrichen, dass man dieses Crack the Sky, glaube ich, war das Item-Effekt hat. Was eigentlich ziemlich bescheuert ist, ehrlich gesagt.
Und konnte dazu, glaube ich, noch chargen, wenn ich mich recht erinnere. Okay. Necropolis. Ah, wir haben 14 Coins, mal gucken. Vielleicht bringt er uns ja irgendwas. Bringen wir mal frohe Kunde. Ja, das geht. Hast du schon Liberty Cap, aber gut. Why not? Ein Health Up wäre zwar ein bisschen cooler gewesen, aber passt schon. Ist schon cool. Solange ich hier fliegen kann, ist ja eigentlich Necropolis eventuell möglich. Dann haben wir auch nicht mehr so das große Problem, sage ich mal, mit den Masken. Außer das ist ein Raum, der komplett leer ist, ungefähr so wie der hier. Dann könnte das wieder könnte das vielleicht ein kleines Problem geben. Okay, wir haben... Ach stimmt, Necropolis, ja, genau. Doppelfloor. War das nicht gerade eben auch schon ein Doppelfloor? Ich glaube. Na gut, soll mir recht sein. Solange wir hier noch Keys finden, heißt das. Wieder das alte Problem, wir kennen es mittlerweile schon. Ah, ich kann nicht chargen, stand. Warte mal, einen schönen Triple Kill hier raushauen gegen die Kollegen. So, es könnte sein, dass sich der Secret Room hier unten befindet. Aber das ist eigentlich so ein bescheuerter Spot, dass er da eigentlich sein muss. Nein. Wundert mich aber ehrlich gesagt auch nicht. ich hab ja Bomben. Ah! Apropos Masken. Ich hab hier das Heu. Mehr oder weniger. Ist zwar kein One-Hit, aber zumindest macht man sich damit hier die Arbeit gegen die Masken ein bisschen leichter. Na, Junge. Mach mal keinen Stress hier. Na. Nicht berstig werden hier. Mach's dir nicht schwerer, als es ist. Ich brauch keine Bomben, ich brauch fucking Keys. Deswegen, wenn irgendjemand gerade wieder Zeit hat, auf jeden Fall erstmal Alicia wieder anrufen, das wäre von Vorteil. Momentan wird sie gebraucht, zweimal um genau zu sein. Na! Damn the Axt. Sowas sollten wir eigentlich in Zukunft unterlassen, Herr Giant. Gerade im letzten Meeting haben wir es diskutiert. Ab und an droppen die, glaube ich, sogar eventuell mal Keys. Aber anscheinend, so wie es aussieht, relativ selten. Oder einfach nur, wenn ich spiele, ist es noch unwahrscheinlicher, so wie es aussieht. Immer wenn man es braucht eben. Dann erscheint es nicht. Der Bossraum ist so weit da oben. Das heißt, wir müssen irgendwie runter und dann hoch anscheinend. Moment. Na, super. Komplett ins Nichts gecharged. Ist auch was. Ist auch mal was. Na. Aus, Jungs. Reicht langsam. Kann er nicht mehr sehen. Die Kollegen, die könnten eigentlich in Rebirth, könnten sie die auch rausmachen. Die Typen sind einfach... Oder einfach, keine Ahnung, die AP reduzieren oder so. Die tanken einfach viel zu viel und sind so nervig und... Man kann es nicht wirklich herauserkennen, wo die jetzt als nächstes hinspringen und wo nicht. Grauenhaft. Na. Komm schon. Die Herzen sind aber auch irgendwie die... Wenn man eins kaputt macht, sind das nie die Masken, die man letzten Endes auch weghaben möchte, oder? Das ist immer das, mit dem man gerade kein Problem hat. Das ist, die Räume dauern vielleicht bei mir länger, als sie eigentlich sollten, aber ich versuche eben immer hier über diesen Öffnungen zu schweben, eben einfach damit die einem nicht wehtun können. Also die Masken, dass sie nicht zu einem hinchargen können, meine ich. Na, shit. Unnötig. Unvermeidbar. Nehmen wir den links? Ne, wir nehmen mal den oben, einfach weil wir den schon entdeckt haben mittlerweile. Vielleicht...
Ach, den Raum hätte ich schon geklärt. Na gut. Vielleicht haben wir hier direkt den Jackpot. Mit dem oberen Shop. Na, okay. Jetzt war ich gerade ein bisschen angespannt. Ein bisschen kompliziert teilweise mit dem Dodgen und Treffen. So. Ich wäre ja für ein Bucket of Lard oder so. Weil wir haben das Pony hier, mit dem sind wir ja einigermaßen... Hier, den Pony. Mit dem sind wir einigermaßen schnell. Oder soll ich das mal... Ich benutze mal das und hab den Key zurückbekommen. Gut. Und wir haben noch ein halbes Herz bekommen. Das erfüllt natürlich mein Herz mit Freude. Und ich habe gerade gesehen, ein weiterer Effekt von Liberty Cap ist anscheinend, dass wir für einen Raum einen weiteren Herzcontainer bekommen. Okay. Naja. 5 Pumpen mehr. Naja. Naja. Gibt Besseres, durchaus. So Mom's Knife zum Beispiel. Aber mit dem Damage, den wir gerade haben, ist es mir auch recht, wenn wir das nicht bekommen. Okay, da haben wir schon geschaut. Da ist ein Nisch. Kollege Secret Room. Ich könnte auch nochmal in den Shop gehen, aber... Weil da könnte er sich einfach die Candle verbergen. Ich möchte jetzt auch das Pony irgendwie nicht wirklich loswerden, weil... Wie gesagt, so fliegen ist halt gerade jetzt im Moment auch gar nicht mal so schlecht. Hat uns zum Beispiel auch den Raum mit den Masken sehr verleichtert, finde ich. Von daher möchte ich es jetzt nicht unbedingt missen. Außer wir haben jetzt hier noch einen Key, dann können wir das angucken. Hauptsache, wir haben den Herzcontainer noch. Hauptsache, kein Health Down. Aber ist mindestens genauso nervig. Gleich haben wir 15 Keys. Ob das ein Zeichen sein soll? Was war das jetzt? Puberty wahrscheinlich, ne? Ja. Naja. Ich wollte gerade sagen, besser als gar nichts, aber das ist ja eigentlich praktisch gar nichts. Okay, dann warten wir einfach mal taktisch, bis die hier... Oder auch nicht. Ich habe keine Geduld. Wollte ich das sagen, bis die hier in unsere... In unseren Range kommen. Oder in unser Fadenkreuz. Meist übrigens auch. Ich hab mir, das ist jetzt allerdings wirklich ein Zeichen, oder? 15 Coins. 2 Keys. Werden wir gleich mal abchecken, glaube ich. Außer ich renne, besenkt wie ich bin, natürlich dann schön hier in so eine Slotmaschine rein. Okay, wenn ich mich jetzt blöd anstelle, kriegen wir auch keinen Schaden mehr. Das gerade eben war einfach nur eigene Blödheit. So wie es meistens der Fall ist. Der innere Samson in mir hat zugeschlagen quasi. Samson ist auch einer, der einen Einkaufsbummel macht und sich dann dabei erstmal ein Apple-Produkt kauft und direkt eine Justin Bieber-Platte danach. Das ist Samson. Komm! Yes! Finish him. Au, oh, wow, wow, wow. Ganz ruhig, Jungs, ganz ruhig. Wir können das ausdiskutieren. Eins nach dem anderen. Logan's Demon Baby ist sogar relativ gut. Hat zwar so gut wie keine Range. Aber macht schon guten Schaden und, ja, die Shot-Speed von dem Kollegen ist ja relativ hoch. Von daher ist schon ein ganz guter Familie. Geht schon. Und das gerade eben ging zum Beispiel schon mal gar nicht. Sie einfach treffen lassen, ist ein Unding. Nicht in meinen LPs, aber das ist ja, glaube ich, mittlerweile schon bewusst. Ah! So. Und übrigens, ja, Liberty Cap ist ja klar, warum ich jetzt Bloody Penny genommen habe. Wir haben erstens mal keine Soul Hearts und, ja. Zweitens bringt und hält uns das auf jeden Fall länger am Leben als Liberty Cap. Wir haben zwar für einen Raum natürlich die Möglichkeit, haben wir ja gesehen, dass sich der Kompass aktiviert, was uns mittlerweile nichts mehr bringt, weil wir den ja schon gefunden haben. Aber wir haben ja auch die Möglichkeit eben, dass wir noch einen Herzcontainer bekommen, aber Wayne, das ist reduziert das nämlich gerne. Nehmen wir das rote Herz oder nehmen wir das Soul Herz? Ich würde sagen, wir nehmen das Soul Herz. Ach, im Necropolis, stimmt, das sind ja zwei Räume. Also zwei, also quasi Caves 1 und 2, glaube ich, waren es. Ich nehme mal noch das blablabla mit. Sicher ist sicher. Und dann machen wir uns mal auf Richtung Boss.
Ich habe immer noch den nächsten Secret Room gefunden. Das geht ja auch ein bisschen. Ob da auch wieder Illuminati dran schuld ist? Ach, sorry. Ich will einmal versuchen, aber schauen, ob er hier ist. Das wäre nochmal eine interessante Observation. Nee. Kann auch rechts neben dem Item Shop sein, sprich genau hier. Nein. Dann kann er aber links vom Item Room sein. Rein theoretisch nach meiner Auffassungsgabe. Es gibt ja mittlerweile schon die Möglichkeit, dass man den Secret Room eigentlich immer findet. Muss ich mal nochmal durchlesen, das Teil, weil ich hab's beim ersten Mal durchflippen irgendwie absolut gar nicht verstanden. Ja, mal gucken, vielleicht finde ich es ja irgendwann mal raus, wie das funktionieren soll. Ich gehe da immer nochmal nach meinem Bauchgefühl momentan. Und das sagt mir zum Beispiel gerade, dass ich auf jeden Fall demnächst mal aufs Klo gehen sollte. Deswegen ist der Secret Room, glaube ich, leider gerade nicht drin, ne? Gut. Okay, wir haben da... jetzt verstehe ich es langsam. Der Room, den wir jetzt hier rechts sehen, das ist der Secret Room und ich glaube, da versteckt sich Greed. Ich dachte, wir haben halt die, diese Ecke der, Necropolis haben wir ja noch nicht gesehen, deswegen dachte ich, das wäre ein ganz normaler Raum oder so. Aber gut, das ist der Secret Room und da ist Greed drin. Ne? Na gut. Hätte ich mir die ganzen Bomben auch sparen können. Ah, wir haben es ja dicke, wie gesagt. Wir haben ja genügend Bomben, von daher... Sollte das ja nicht das Problem sein. Das Soul hat damit direkt schon wieder aufgebraucht hier im Raum. War eigentlich für einen Boss gedacht. So als Weihnachtsgeschenk. Na gut. Ja, ich würde sagen, wir gehen direkt mal straight zum Boss. Au, fast. Fast hätte ich, aber hab nicht. Da schnappen wir uns noch die Coins und Abigates. Carrion Queen ist, naja. Geht. Mit Piercing Shots geht's. Da ist ja kein Problem eigentlich. Mit Candle auch nicht und mit Brimstone eigentlich auch nicht. So Vanilla-mäßig könnte das ein Problem oder ein bisschen nervig sein. Problem nicht, aber nervig. Weil es einfach so scheiße lange dauert. Na. Dieses Movement, ne? That Movement. Na! Diese unerwarteten Handlungen im Plot hier, die sind teilweise echt nervig. Hauptsache ein AP ab. Und wir haben ja noch das eine oder andere Red Heart. Bevor ich glaube, das müsste jetzt auch Caves 2 sein. Das heißt, Mom. Das heißt, erstmal alles Health, was man hat, auf jeden Fall einsammeln. Und wir haben ja die Funktion von The Habit. Das heißt, wir können mehrere Male chargen, theoretisch, wenn ich mich blöd treffen lasse. Was ich also sehr gerne tue. Wir können aber auch einfach mal cheap sein und hier bleiben und dann die ganze Zeit hier einfach durchspammen. Was nicht geht, wenn so einer spawnt. Ah! Manchmal spawnt sie echt Sachen, dann denkt man nur, why? Hast du doch nicht nötig, sowas. Komm raus da, ja. Geht doch. Nochmal? Ja. Und mit dem Demon Baby hauen wir da auch ordentlich gut durch. Das hält auch gut hier die Blobs da auf Entfernung, was ich gut finde. Ja, wollte gerade sagen, wir sind ein gutes Team hier, Demon Baby und ich. Das geht. Es spawnt einfach gar nichts mehr, Mann. Komm einfach weiter mit deinem Pranken da raus. Mit den Mauken. Heute will es irgendwie nicht so richtig, habe ich so das Gefühl. Okay. Komm. Yes! Alright! Ich habe schon einen kleinen Schock gehabt, dass ich irgendwie dachte, hier. Ich wäre jetzt aus Versehen schon runtergegangen, oder das Health, die Health aufzusammeln. Okay, dreimal die Pille. Irgendwas Gutes. Na, Moment, oder? Das ist. Okay. Irgendwas Gutes? Ja, allerdings. Was war das? Health up all the way. Okay. Das ist schon mal ein gutes Setup. Wir haben einigermaßen... Ah, doch, ganz gute HP eigentlich. Wir können fliegen.
R. Kelly. Und haben in dem Fall eine Full Health Pille. Das ist schon ganz gut eigentlich. So für den Anfang und auch für den Wump ist das gar nicht mal schlecht. Das ist sogar verhältnismäßig gut. Und natürlich den Bloody Penny haben wir auch noch. Das heißt, wenn wir hier getroffen werden, dann haben wir... sind wir relativ safe, sag ich mal. Relativ. Und diese scheiß Pommesstäbchen übrigens hier, die sind mit Tetrapack, sprich Alpecalc, ab ein absoluter Albtraum. So, du kriegst mal hier das ab, so. Na, wie gesagt, so ein bisschen safe sind wir auf jeden Fall. Und übrigens, man kann auch mit Bloody Penny, habe ich gemerkt, sehr geil die Bloodbank farmen. Weil man ja eigentlich immer, wenn man Geld aufsammelt, so eine Chance hat, eben Red Heart zu finden. Und das geht schon relativ gut damit. Da bin ich, glaube ich, vor kurzem auch schon mal so gut auf etwa 99 Coins gekommen. Das war schon nicht schlecht. Vielleicht finden wir ja noch ein Arcade oder so. Dann kann man das ja mal demonstrieren. Ah, hier wäre jetzt auch wieder das Pony nicht schlecht. Hätte ich mir mal die Haare nicht rasiert. Na. Der wollte schon, der kam schon richtig steil, der Kollege. Okay, oh. Das ist schon mal gut, dass sie nicht hier direkt komplett durch den ganzen Raum fliegen können, sondern dass sie eben auch in den Steinen da abprallen. Wieder der Vorteil vom Pony natürlich. So, was haben wir denn hier? Nope. Eine Golden Chest wäre da schon eher in Frage gekommen, aber ich habe ja auch keinen Key. Wieder mal. Ich sag's ja, ohne Scheiß. Bringt den Schlosser bei Rebirth mit rein. Falls hier deutsche Entwickler von Binding of Isaac zuschauen, den Schlosser hätte ich gerne. Als nächsten Charakter. Haut einfach Samson raus, den Typen braucht eh keiner, und macht den Schlosser rein. Und ich mach demnächst einfach mal einen Spider-Run und werde mir einfach direkt einen Skeleton-Key geben. Dann zeige ich auch mal, wie geil der Schlosser ist. Der hat übrigens auch als Baseball-Item natürlich Dad's Key. Weil ich das Item, glaube ich, noch nie so wirklich benutzt habe, weil ich es einfach extrem bescheuert finde. Also es ist auf jeden Fall retten... Ich hasse dieses Wort. Rentabel. Rentabel, glaube ich, als The Poop natürlich, aber trotzdem irgendwie, ich weiß nicht. Das Item ist so auf meiner Mäh-Liste irgendwie. Das ist ein Schaf, das ich auch gerne mal Tabasco nennen würde. Ah, Hermit bringt uns, ich glaube, normalerweise zum Shop. In dem Falle, glaube ich, bringt es uns zum Boss-Room, wenn ich mich recht erinnere. Mimimi. Aber nö, ich bleib dann doch lieber beim Full Health. Okay. Gefahr mehr oder weniger gebannt mittlerweile. Ich sage nur noch Kollege Pommesstäbchen, dann war's das. Eine Arcade wäre jetzt halt hier echt nicht schlecht, ey. Ich könnte mir, wie gesagt, so richtig gut... Das war übrigens ein Tinted Rock, sehe ich gerade. Ich könnte mir da so richtig geil ein bisschen Kohle noch absnacken. Mit der Bloodbank. Ah, das sieht nicht so aus, als hätten wir da eine. Weil da unten haben wir schon mal einen Mini-Boss. Was ja, glaube ich, die Chance auf Arcade ein bisschen verringert noch. Ah, ja gut. Immerhin Soul Heart. Kann in solchen Redshirts... Ich glaube, die Antwort weiß ich schon, aber... Kann eventuell in solchen Red Chests auch Epic Fetus drin sein? Ich glaube nämlich nicht. Aber wenn, dann ist es umso ein weiterer Grund für mich, vielleicht doch mal Left Hand aufzusammeln. Kann ja sein, dass vielleicht irgendwann mal, wenn der Mond aufgeht, so ein kleiner schnuckeliger Epic Fetus da drin ist. Wer weiß. Ja, Missing Page ist ja genauso nützlich wie das Necromicon-Dingens. Was ja auch so gut wie keinen Nutzen hat im Game eigentlich. Ähnlich wie Samson. Warum hat er das nicht als Start-Item? Necromicon einfach. Das Ding bringt nichts. Und das ist in dem Fall auch genau das, was Samson eigentlich auch bringt. Nämlich gar nichts. Hätte man vielleicht nochmal nachdenken sollen.
anstatt nicht mehr Bloody Lust zu geben. Aber Bloody Lust passt ja eigentlich auch zu ihm, weil er ist halt eine Last. Für dieses Game auch, letzten Endes. Ich glaube auch, theoretisch, anstatt Isaac zu bekämpfen, hätte man eigentlich als Endgegner auch einfach Samson reinmachen können. Das wäre, aber ich glaube, dann wäre es auch zu easy gewesen, letzten Endes, das Game zu beenden. I see what, I ocean what they did there. Ah, okay. I Mittelmeer what they did there. That rhyme. So true. ja, versuchen wir's mal. Was bringst du uns denn hier Schönes, ne? Nerv ab. Nerv ab, komm. Komm, du willst es. Ist nicht schlecht, aber nerv ab. Nerv ab. Hier ist auch gut, aber... Yes! Sehr gut. Kriegst einen Keks. Was lange währt, wird auch gut, wie man gerade wieder gesehen hat. Ah, verdammt. War nicht geplant, dass ich den Charge kriege oder so. Gebe ich auch ehrlich zu. War wieder Doofheit. Okay, hier könnte ein Tinted Rock sein. Ich gehe nochmal zurück und werde versuchen, die Chest zu öffnen. Also nicht die Chest hier im Sinne von, ne, nach Isaac, sondern hier die Golden Chest. Hat sich ja gelohnt, not. Haben wir hier noch eine? Ja. Ja, das war schon gut. Ehrlich. Wieder direkt auf Full Health. Moment, was habe ich denn da unten nicht mitgenommen, sehe ich gerade. Irgendwas, achso, ja gut. Samson habe ich da liegen lassen. Okay, hier haben wir leider schon mal nichts. Also kein Tinted Rock. Vielleicht hier? Ne. Moment, können wir jetzt hier chargen, ohne dass er schießt? Ja, mehr oder weniger. Achso, Moment, ich kann ja auch einfach so. Warum einfach, wenn es auch schwer geht? Na komm. Hau ordentlich rein, Isaac. Ne, Quatsch. Wen hab ich hier? Judas, natürlich. Loki, sehr guter Wrestler, aber natürlich extrem nervig hier im Game, weil er ja auch gerne mal ein paar Fliegen, also Bloat-Dinger da spawnt. Aber, was man nicht vergessen darf, wir haben momentan Judas. Das heißt, we got the Force. Und natürlich auch Habit, was uns zwar mit dem Pony jetzt nicht so viel bringt, aber naja, immerhin. Immerhin können wir sagen, wir haben's. Ja, Tears up. Und da haben wir, glaube ich, noch ein Herzchen, was uns interessieren könnte. Dann nehmen wir das noch mit und dann geht's ab Richtung Utero 2. Ist Utero irgendwie kleiner als Womb? Oder ist es immer Utero? Ich bin gerade irgendwie ein bisschen, ich achte da ja nie drauf. Der Womb 2. Ich glaube, Womb ist größer als Utero anscheinend. Okay. Ist mir auch gerade zum ersten Mal aufgefallen. Haben wir einen Meat? Nee. Aber wir können auch jetzt hier nicht... Ah doch, okay. Man muss gar nicht den Key einsetzen anscheinend, das geht auch so. Alle Klärchen. Ah, und apropos Key, ne? Ein Key wäre jetzt echt schon ziemlich muggelig, muss ich sagen. Das bräuchte ich hier in der Genetik dringend drinne, mein Ingo-Mann. Das finde ich sehr gut. Das Spiel kooperiert. Gefällt mir in the club. Aber anscheinend nicht diesmal. Also ein Raum ist ja jetzt auch ein bisschen eklig, aber gut. Einfach wegen dem Auge in der Mitte. Und den Pazifisten, wollte ich schon fast sagen. Den Exhibitionisten, die um ihn rumstanden. Gib mir deine Raw Liver. Vielleicht noch. Wir haben noch ein paar Räume. Und natürlich auch die Möglichkeit, wir haben sogar eine Arcade da hinten. Das bringt mich ja auf die ein oder andere Idee. Wir haben ja auch noch den Bloody Penny. Ich werde übrigens nicht in die Cathedral gehen, deswegen habe ich das Polaroid vorher nicht mitgenommen. Ich glaube, ich werde mal ein bisschen abusen.
Apropos abusen, das macht das Game auch gerade hier ein bisschen mit meinen Nerven. Ah! Alrighty light. Und wieder, wer weiß, wo das herkommt, in die Comments damit. Okay, das wären Keys. Das wäre wieder... Warum kriegen wir eigentlich die Pille so oft? Fuck. Ich muss aber auch sagen, wenn man, also Habit war jetzt eigentlich so mehr oder weniger so, na gut, nimm's halt mit, aber mit einem besseren Item würde das auch mehr bringen. So, okay, da haben wir schon mal. Ah, herrlich. Okay, machen wir direkt nochmal. So. Ja, das sollte reichen. Ich will es mal nicht überstrapazieren. Wir können ja nochmal zurückkommen, falls wir hier uns frisky fühlen. Ich weiß gar nicht, warum ich überhaupt hier die Kollegen hier spiele, aber ich meine, Kohle brauchen wir eigentlich eh nicht mehr. Wir haben 4 Keys, das reicht ohne Ende natürlich für die Chest. Ach, perfekt für der HP. Reicht ohne Ende für die Chest, aber es kann ja sein, dass wir eventuell nochmal ein paar... Ich dachte schon, da geht es mit drauf dabei. Aber es kann ja sein, dass wir noch ein paar Golden Chests finden auf dem Weg dahin. Ja, deswegen hätte ich die Keys jetzt auch gerne gehabt. Okay, Skatol, Mitte! Ah. Okay, Keys. Ist hier? Ja. Herrlich. Das nächste ist in der Mitte. Nostra Giant. Nevermind. Noch ein halbes Herz dafür. Na gut. Oh Mann, dann können wir ja nochmal. Da können wir ja theoretisch noch zweimal hier. Noch viermal theoretisch hier den IV-Bag machen. So. Und direkt nochmal. Wunderprächtig. So. Dann mal Aufi. Alter, Quatsch. Bossroom müsste direkt hier oben sein auch. Das sieht gut aus. Und der hier als Gegner, wie gesagt, der ist jetzt nicht so das Problem, weil ich ihn auch bisher nur dreimal, glaube ich, gesehen habe, aber... Er ist mir lieber als The Bloat, sagen wir es mal so. Weil der Bloat macht seinen Namen jedes Mal alle Ehre, der Bloat. Und so ordentlich. Ja, ich glaube, wir sind auf dem richtigen Kika. Auf dem richtigen Kinderkanal. Not. Mit dem Giant Tail definitiv nicht. Ah, die sehe ich ja normalerweise eigentlich gar nicht gern. Aber ging. Sehen wegen Auge in der Mitte, ist klar. Na gut, das ist ja jetzt schon It Lives, ne? Wir haben 27 Bomben, das heißt... Den können wir mal ordentlich einheizen. It Lives. Die Frage ist nur, ob wir da unbeschadet hinkommen. Nee. Die Frage hat sich erledigt. Ich hätte auch gerne ein besseres Spacebar-Item eigentlich. Aber es ist nicht schlecht, wenn man hier eben die ganze Zeit hier in der Wump unterwegs ist oder auch generell in den, also alles vor It Lives. Ist das Pferd halt ziemlich gut, weil man eben auch überall hinkommt und die ein oder andere Gefahr eben auch vermeiden kann, wenn man eben fliegen kann. Aber als letztes Item, naja, da gibt's schon Besseres. Ich könnte ja nochmal, ich meine, ich bin Judas, ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt in der Library das Book of Belial finden kann. Ich kann mich ja mal auf eine mystische Reise begeben. vielleicht finde ich's ja. Ich glaube auch, das Book of Belial wäre so das Einzige, was mich jetzt gerade interessieren würde. So, das Monster-Manuel kannst du sowieso in die Tonne kloppen, generell. Book of Shadows vielleicht, aber na, über den Pony auch wieder nicht. Vielleicht gibt es ja demnächst noch irgendwie einen Rebirth, dann noch einen Kamm. Rebirth müsste übrigens bald kommen. Das ist ja, glaube ich, für nächstes Jahr ist es ja announced. Und ich denke mal Anfang nächstes Jahr. Also, ohne Garantie. Ich habe das, glaube ich, irgendwie mal aufgefasst und dachte ich... Ich trage es mal weiter als Gossip. Ah, Envy. Ist ja jetzt nicht so der Beste, aber gut. Er bounced zumindest auch an den Wänden ab. Oder an den Steinen. Somit könnte das vielleicht noch gar nicht so das Problem sein.
Und ich glaube, diese farbigen Teile muss man zuerst, maximal pigmentierten, muss man zuerst kaputt machen, sonst bekommt man, glaube ich, kein Item, wenn man das zum Schluss kaputt haut, wenn ich mich recht erinnere. Ich kann mich auch täuschen wieder, was mich nicht überraschen würde. Und wir haben übrigens keinen einzigen Cube of Fate, das heißt, wir haben null Horsemans bisher getroffen. Das schreit ja gerade dazu, dass da jetzt entweder War drin ist oder hier dieser eine, dieser mit dem weißen Pferd. Den ich übrigens absolut auch nicht ausstehen kann. Na, Junge. Ich schaue auf jeden Fall noch in die Library rein. Ich glaube kaum, dass da irgendwas ist, was uns interessiert, aber... Ja, das zum Beispiel interessiert uns auch absolut gar nicht. Das braucht man nicht. Naja. Gut. Von mir aus. Mitnehmen werde ich es nicht, aber gut. Hauptsache ein Soul Heart. Hat er jetzt mit dem Tinted-Rock gerechnet? Ja, okay. That escalated quickly. Schauen wir mal, ob wir hier eventuell hier noch einen Tinted-Rock haben. So ein Small-Rock wäre halt nochmal als... Wenn er mal so das Sahne... Die Sahne oben. Wenn ihr wisst, was ich meine. Ich weiß es noch nicht mal selber. Von wegen Damage-Output, weil wir eben sowieso schon eigentlich genug hätten. Aber das ist nochmal so ein kleines Special, so ein kleines Anschunkeln quasi. Des Games. Der gibt nicht. Der muss aber hier sein. Kollege Secret Room, bitte öffne deine Pforten. Ich möchte sie besteigen. Dankeschön. On time sogar. Ist ja fast ein Crime. Haben wir hier noch irgendwas? Nö. Das heißt auf zu It Lives. Und dann runter zu Satan. Wenn wir in dem Fall It Lives schaffen, das kann natürlich jetzt nochmal der Mond aufgehen und wir schaffen es nicht. Aber ich muss sagen, It Lives, ohne ihm jetzt zu nahe treten zu wollen, It Lives ist super. Aber It Lives ist ein bisschen leichter, finde ich, als Mom letzten Endes. Einfach weil der Raum, wenn man gegen Mom fightet, extrem begrenzt ist und die viel zu viel spawnt. Und mehr Gegner ist gleich kein glücklicher Giant. Absolut nicht. So, da kriegst du nochmal. Sehr gut. Das lippt doch! Das merkst du doch im Schlipper, dass das klappt hier. So, nochmal schön hier ein Bömmchen. Bartender, eine Green Bomb bitte. Hab. Okay, hier können wir natürlich... Wir könnten jetzt natürlich zu Isaac gehen, aber... Da wir ja Polaroid sowieso nicht haben, können wir in dem Fall nicht in die Chest. Das heißt... Ja. Das heißt, ich gehe trotzdem... Ja, der Giant, ja. Selbst wenn wir Isaac besiegen, können wir nicht in die Chest, aber na gut. Zumindest können wir Isaac besiegen, einfach mal, um zu zeigen, dass wir es könnten. Man muss ja nicht immer den ganzen Weg gehen. Es reicht ja auch mal die Hälfte des Weges. Jungs, jetzt mal keinen Stress machen hier, ne? Keinen, habe ich gesagt. Eigentlich der Trick bei denen ist, dass man immer so links, direkt links oder oberhalb von denen steht, damit die in dem Fall nur in eine Richtung chargen und nicht hier so zum Beispiel. Komplett wie eine besenkte Sau. Ich glaube, hier ist der falsche Weg. Ja, das sieht so aus. Das heißt, ich muss, glaube ich, hier runter. Ja, unnötig. Keys kann ich jetzt auch nicht mehr gebrauchen. Außer es kommen jetzt... Warum so viele Palmas Champion-Versionen denn? Was soll denn das? Ist doch nicht nett, sowas. Ja, Hauptsache, die haben sich mal hier einen kühlen Drink von mir geben lassen. So eine schöne grüne Bombe. Na, shit. Ob wir überhaupt zu Isaac kommen, werde ich mal im Raum stehen lassen. Ich weiß es natürlich selber nicht. Aber mal schauen. Vielleicht klappt's ja. Okay, das hätten wir. Da haben wir noch einen Tinted Rock sogar. Ich gebe mir die Hoffnung nie auf, dass da irgendwie so ein netter, schnieker Small Rock drin ist. Das war zumindest von der Farbe her schon mal ähnlich. Okay, was tut das kann ich auch. Wir nähern uns langsam hier Kollegen Isaac.
Langsam, aber sicher. Dafür. Jo, sehr gut. Der Raum ist so richtig blöd, irgendwie feminin. Haben wir immer noch genügend Bomben, von daher. No problem. So, schauen wir mal, ob hier der Secret Room ist. Wahrscheinlich nicht, so wie ich mich kenne. Jo. Das ist ja wieder irgendwie auch ein Leitmotto. Zwei Greets. Oh yeah, baby. Genau das wollte ich doch von dem Game nur. Herrlich. Bitteschön. Dein kühler Drink wieder. Okay. Alles klar. Keine weiteren Fragen. Gut. Alles klar. Gut. Okay. Totally legit. Totally legit. Das war... Und da auch der Beweis übrigens, warum Greed ziemlicher Asshole ist. Aber gut. Zumindest lief der Run und ich glaube, da kann man auch... es ist kein Wunder eigentlich, aber man kann auch auf jeden Fall jetzt sagen, dass das auf jeden Fall besser lief als der Run als Samson. Wie gesagt, was eigentlich keine Überraschung ist, aber haben wir das auch schon mal geklärt. Für alle die da eventuell ein paar Gewissensbisse hatten, was das angeht, hat zwar ein paar Anläufe gebraucht, aber ich mag Judas doch, ja. Und ich glaube, als nächsten Run kommt dann definitiv auch nochmal Kane, weil den habe ich ein bisschen vernachlässigt und ich mag den eigentlich, ist absolut mein Favorite Char und ich glaube, der wird mich auch nicht enttäuschen und mir auch zeigen, warum ich ihn in dem Fall letzten Endes dann auch so gerne habe. Ja, das war zumindest ein Run als Judas. Ich hoffe, der Run hat euch gefallen und ja, dann sehen wir uns natürlich beim nächsten Part, Isaac, oder natürlich, was auch immer ihr wollt, wieder, liebe Freunde.